Der Mann, der die FDP retten soll, ist heute unser Gast, Christian Lindner. Außerdem freuen wir uns über Uwe Carsten Heil, die beiden Jungmillionäre Fabian und Ferry Heilemann und eine Frau, die zum Idol einer ganzen Generation wurde, die wunderbare Milka ist heute unser Gast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Also mit 14, in einem Alter, in dem seine Mitschüler noch gegen böse Pickel kämpften, da kämpfte er schon gegen böse Kommunisten. Mit 19 fuhr er seinen ersten Porsche, mit 20 hatte er seine erste Firma. Jetzt mit nur 34 hat er das Himmelfahrtskommando seines Lebens übernommen. Er soll die FDP retten. Oder wie andere sagen, das ist so, als würde einer versuchen, auf der Titanic die Liegestühle neu zu sortieren. Herzlich willkommen, Christian Lindner. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, dann ein Mann, der bei seinem letzten Besuch hier in der Sendung einen schönen Satz gesagt hat: Ich habe so oft schon das Sterbeglöcklein der FDP gehört und am Ende hat es leider nie geklappt. Das war kurz vor der Bundestagswahl und da schenkt man sich bekanntermaßen nichts, war gar nicht böse gemeint. Doch wie schaut er wirklich auf den Politikbetrieb? Was denkt er über Macht und darüber, wie sie Menschen verändert? Er hat es aus nächster Nähe gesehen, gleich zweimal, als Regierungssprecher von Gerd Schröder, vor allem aber als Redenschreiber von Willy Brandt, dessen 100. Geburtstag ansteht. Herzlich willkommen, Uwe Carsten Heil. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja. Eigenverantwortung, Eigeninitiative, das klingt nach FDP-Programm, ist aber in Wahrheit Ihre Geschichte und die geht in Kurzform so. Eigentlich wollen Sie Surfer werden. Stattdessen gründen Sie eine eigene Firma und sind 2 Jahre später, und jetzt bitte festhalten, ungefähr 100 Millionen Euro reicher. Dabei dachten Ihre Kommilitonen damals: Oh Mann, die Heilemanns kacken ab. Zitat. Und jetzt weitermachen? Nein, sagen Sie, Geld macht nur für einen sehr begrenzten Zeitpunkt glücklich. Und die große Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Herzlich willkommen, Fabian und Ferry Heilemann. Schön, dass Sie bei uns seid. Ja, und apropos Macht und Geld. Sie sagt, je größer der Star, desto anständiger ist er meistens als Mensch. Sie muss es wissen, denn in Ihrer Show bei Viva waren Sie damals alle großen Rockstars, sogar Gerd Schröder und Harpe Kerkeling als finnischer Rockstar bis heute unvergessen. Doch als es dann vorbei war, streikte plötzlich Ihr Körper. Wie es ihr heute geht, wird sie uns erzählen. Herzlich willkommen der Frau, die im Abi in Religion angeblich nur eine 1- bekam statt einer 1, weil sie Jesus eine coole Sau nannte. Herzlich willkommen, Milka. Stimmt die Geschichte? Stimmt diese kleine Anekdote? Die stimmt tatsächlich. Es war eine 1 statt einer 1+. Ich war so unverschämt zu fragen, warum es denn keine 15 Punkte sind. Ja. Und ja, und die Antwort war tatsächlich: Milka, das ist ja jetzt dein Beruf, aber Jesus und coole Sau sind 2 Sachen, die passen an einer katholischen Schule nicht zusammen. Aber ja. Ich finde das von einer entwaffnenden Ehrlichkeit eigentlich. Und es ist inhaltlich auch richtig. Genau. Also insofern, wir werden gleich ausführlicher darüber sprechen. Schönen guten Abend nochmal in die Runde. Und wir freuen uns sehr, dass Christian Lindner bei uns ist. Seit Samstag der frisch gebackene neue FDP-Chef. Stopp, warten Sie. Die Frage ist ja, soll man gratulieren oder sagt man mein Beileid? Ja, was sagen Sie zu einem Feuerwehrmann, wenn der an einen Brandherd kommt und ihn löschen muss? So schlimm? Na, das ist die Aufgabe. Die Hütte brennt. Die Hütte brennt und wir haben jetzt 4 harte Jahre vor uns. Und insofern ist das kein Karriereschritt, sondern eine Sache, die man aus tiefer Überzeugung machen kann. Und das ist jetzt muss vom Fundament aus neu aufgebaut werden. Das haben Sie neulich schon gesagt, das muss vom Fundament neu aufgebaut werden. Wie fühlt man sich als Bob der Baumeister?
ich sehe darin auch eine Chance. Also wir haben auf unserem Parteitag am Wochenende die vergangenen 4 Jahre in einer schonungslosen Offenheit für uns bilanziert, auch mit einer Selbstkritik, die es nach meiner Erinnerung in den letzten Jahren und Jahrzehnten bei Parteien nicht gegeben hat. Und ich glaube, dass das, sich einer Niederlage zu stellen, auch der Beginn überhaupt neuer Glaubwürdigkeit ist. Mhm. Und dann kann eine Partei überhaupt erst wieder Selbstachtung gewinnen, wenn sie nicht jetzt irgendwie sich wegduckt oder die Fehler nur bei anderen sieht. Gerade die Partei der Eigenverantwortung muss sich dann eben auch selbst ihrer eigenen Verantwortung stellen. Aber Sie haben natürlich überhaupt keine Erfahrung mit dem, was Sie da jetzt machen, ne? Sie sind jetzt APO, außerparlamentarische Opposition. Das gab es in unserer Geschichte noch nie. Das ist richtig. Insofern müssen wir neu denken. Jetzt spielen auch bei uns nicht mehr die Funktionäre die wichtigste Rolle, sondern bei uns spielen jetzt unsere gut 60.000 Mitglieder. So viele sind es noch? Und auch die Unterstützer, die es außerhalb der FDP gibt, die ein bestimmtes Gedankengut vertreten sehen wollen, die spielen jetzt eine viel größere Rolle als so die Profipolitiker. Das heißt, Sie werden das jetzt gibt ja auch ein bisschen Lebendigkeit, neue Ideen in einer Partei. Ist es wahr, dass Sie zum einen tatsächlich neue Mitglieder dazugewonnen haben? Ja, 2000 seit der Wahl. Aber was sagt einem das, wenn man rausfliegt aus dem Bundestag und dann kommen 2000 neue dazu vor Begeisterung? Kann ich Ihnen noch ganz andere, viel erschütterndere Geschichten erzählen. Ich habe Briefe bekommen. Ungefähr 600, 700 Briefe seit der Wahl. Und da haben mir Leute geschrieben, sie seien seit 40 Jahren Mitglieder der FDP, ein Ehepaar war das, und sie hätten bei der vergangenen Bundestagswahl unsere Partei nicht gewählt, weil sie sich keinen anderen Rat gewusst haben, um einen Neuanfang ihrer Partei zu erzwingen. Das ist erschütternd, zeigt aber eins, Herr Lanz, das Fundament also, die Werte, für die eine liberale Partei stehen kann, und auch die Rolle, die die FDP übernehmen kann im Parteiensystem. Also darauf zu achten, dass man vernünftig mit dem Geld umgeht, dass wir nicht im Alltag ausspioniert werden, Stichwort NSA. Gucken Sie mich dabei nicht an, ich habe nichts damit zu tun, nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Ja, also dass die Rolle geschätzt wird, die Werte geschätzt werden, aber so wie wir uns präsentiert haben in den vergangenen 4 Jahren, selbst von den eigenen Mitgliedern offensichtlich nicht mehr mitgetragen worden ist. Wie fühlen Sie sich als Trümmerfrau der FDP? Das ist ein Wort von Wolfgang Kubicki. Genau, der hat das gesagt. Ja. Und zwar bezogen auf Sie und auf ihn selbst. Er sagte, wir beide sind jetzt die Trümmerfrauen der FDP. Ja, am Ende der Phase der Trümmerfrauen stand ja das Wirtschaftswunder. Und das hatte er, Sie kennen den Wolfgang Kubicki ja bestimmt im Blick, als er das Wort verwendet hat. Ja, es ist jetzt Aufbauarbeit zu leisten. Ja. Und da scheuen wir uns nicht. Wolfgang Kubicki, ich, unsere anderen Teammitglieder, wir sind ja alle Überzeugungstäter. Mhm. Und wissen Sie, ich bin damals, wir haben das ja eben beim Lebenslauf so ein wenig geschildert, ich bin damals in die Politik gegangen. Und auch habe mich in der FDP engagiert, weil das ein Stück mein Lebensgefühl ist. Also, mit 14? Ja, etwas später wurde es dann intensiver. Ich bin mit 18 zu Hause ausgezogen, weil ich meinen eigenen Lebensunterhalt verdienen wollte. Also ein Wunsch, das Leben in die eigene Hand zu nehmen, Streben nach Unabhängigkeit, übernehmen Verantwortung. So. Und dieses Lebensgefühl, das gibt es in der FDP, die Haltung. Und ich will, dass es die Partei weiter gibt. Also muss ich jetzt auch ran und dafür sorgen, dass sie auch wieder den Respekt hat, den sie verdient. Das ist, ja, nachvollziehbar. Trotzdem die Frage, wenn Sie die Trümmerfrau der FDP sind, ja, welche Trümmer haben Sie denn schon beiseite geräumt? Also was war das größte Trumm? Rösler? Brüderle? Nein, das sind alles ganz respektable Kollegen. Und ich finde, Herr Lanz, nach so einer verheerenden Niederlage, die mit vielen politischen und menschlichen Härten verbunden ist, kann man irgendwann auch mal sagen, das Kapitel ist beendet. Naja. Gerade auch, was Philipp Rösler und Rainer Brüderle angeht. Welche Schuld trifft denn Sie? Wir haben 2009 einen Koalitionsvertrag verabschiedet in einem Bundesparteitag. Unsere gesamte Partei, ich selber auch. Ich habe die Koalitionsverhandlungen nicht federführend mitgeführt, aber habe mir das Ergebnis damals zu eigen gemacht als einer der Parteitagsdelegierten. Mhm. Und ich sage Ihnen, dass viele der Probleme, die wir dann die ganzen 4 Jahre bis 2013 hatten, die waren in der Verteilung der Ministerien und im Koalitionsvertrag angelegt. Ich nenne mal ein Beispiel. Ja. Eine Partei, die einen Wahlkampf bestreitet mit dem Hinweis, sie will für solide Finanzen und niedrigere Steuern sorgen, und die nimmt dann nicht das Finanzministerium, die legt ja ihr eigenes Scheitern schon in Koalitionsgesprächen an. Und weil Herr Haye hier so nett sitzt, die SPD belehrt uns gerade, wie man Koalitionsverhandlungen führt. Denn die SPD hat die Bundestagswahl verloren, aber die Koalitionsverhandlungen gewonnen.
Und das ist schon ein politischer Stunt, das heißt, vor dem ich große Achtung habe. Das heißt, uns ist das nicht gelungen. Sie haben sich damals über den Tisch ziehen lassen. Wir haben es nicht richtig gemacht. Wir haben nicht die richtigen Prioritäten gesetzt. Wer hat da nicht aufgepasst? Sie werden von mir nicht hören, dass ich Einzelnen bei uns Verantwortung oder gar Schuld zuweise. Sie waren Generalsekretär. Weil das, nee, damals noch nicht, zu dem Zeitpunkt. Nein, zu dem Zeitpunkt erst, nicht, aber später dann. Ja, aber ich bin erst Generalsekretär geworden, ja, nachdem die Regierung bereits gebildet war. Aber das sage ich nur wegen der historischen Klarheit. Wissen Sie, wir sind doch jetzt in unserer Partei nicht in der Phase, wo wir an Einzelne Schuld und Verantwortung delegieren. Was wäre das selbstgerecht und klein und oberflächlich gedacht? Wir sind gescheitert, wir haben eine Niederlage, jetzt, wie ich eben sagte, wird vom Fundament aufgebaut. Und dann haben wir einmal jetzt aufgearbeitet, aber es gibt keine Abrechnung. Das wäre nicht gerecht gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Es wäre ja im Zweifel auch eine Abrechnung mit Ihnen selbst. Ja, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ich stelle mich aber jeder Form der Worauf Verantwortung. Worauf will ich hinaus? Ja, Sie wollen jetzt die Geschichte machen, was ist der persönliche Anteil? Ich übernehme jede Form von Mitverantwortung für die Lage der FDP. Ich will darauf hinaus, dass Sie als Generalsekretär plötzlich Ihren Parteivorsitzenden Philipp Rösler haben im Regen stehen lassen. Man könnte die Geschichte auch andersrum erzählen. Man könnte auch sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt haben Philipp Rösler und ich festgestellt, dass sich unsere Zusammenarbeit nicht so entwickelt hat, wie wir uns das erhofft haben. Heißt? Sie könnten auch fragen, welche politischen Gründe gab es eigentlich damals, dass ich dann meinen Dienstwagen abgegeben habe. Denn das ist ja nun wirklich eine... Das ist nun wirklich eine Entscheidung, die mir schwerer gefallen ist, als in einem Amt zu bleiben. Denn ich bin ja gegangen und habe dann im Interesse meiner Partei, um nicht eine Riesenführungsdebatte auszulösen, keine Details öffentlich ausgebreitet. Das werde ich übrigens erst recht jetzt, nachdem Philipp Rösler nicht mehr im Amt ist, nicht nachholen. Es wäre noch selbstgerechter. Es war eine schwere Entscheidung damals. Ich bereue sie nicht. Weil Sie beide inhaltlich nicht zusammenkamen. Wie gesagt, das Amt Vorsitzender und Generalsekretär hat einen ganz besonderen Charakter. Sie haben dazu gesagt, eigene Ansprüche und Erwartungen Dritter haben nicht zusammengepasst. Ja, das sind solche Formulierungen, in denen man deutlich macht, dass es Probleme gegeben hat. Aber es macht keinen Sinn, gerade in dieser besonderen Beziehung Vorsitzender, Generalsekretär, dass man da Details aus einer persönlichen Beziehung darlegt. Darum geht es gar nicht. Aber Sie sind doch Funktionsträger in dem Moment. Es geht ja weniger um die persönliche Beziehung, geht ja sehr viel mehr um die Frage, was hat denn da geknirscht, was hat denn da inhaltlich nicht gepasst? Sie sollten aber wissen, Herr Lanz, dass der Generalsekretär eine besondere Funktion ist. Das ist nämlich das Amt, das ein Vorsitzender vorschlagen kann. Nur er kann einen Generalsekretär vorschlagen und damit ist eine ganz besondere Vertrauensbeziehung gemeint. Und diese Vertrauensbeziehung? Es muss politisch stimmen, man muss gemeinsam in die gleiche Richtung arbeiten wollen, sonst funktioniert das nicht. Und mein Anliegen war seinerzeit, Philipp Rösler eine neue Besetzung des Amtes zu ermöglichen. Ich habe mich da nicht mehr in der richtigen Teamzusammensetzung gefühlt. Und ich werde jetzt nicht über Details sprechen. Das habe ich auch vorher nicht gemacht, als Philipp Rösler Chef war. Und ich werde auch nicht jetzt anfangen, über Details zu sprechen, wo er nicht mehr Chef ist. Warum sind Sie damals nicht derjenige gewesen, der sagte, pass auf, ich mache das jetzt direkt als Parteichef? Ich hätte ja, nachdem Guido Westerwelle das Amt abgegeben hat, sagen können, ich möchte Vorsitzender werden. Genau, warum haben Sie es nicht gemacht? Weil ich einen anderen für besser geeignet gehalten habe. Philipp Rösler? Der ist es geworden, ja. Haben Sie ihn für besser gehalten? Ich habe ihn für besser gehalten. Er hatte mehr Vorlauf, Regierungserfahrung. Wäre zu billig. Es hat nicht an einem gelegen, sondern die Gesamtaufstellung der FDP in den vergangenen 4 Jahren hat die Leute nicht davon überzeugt, dass die FDP auch eine hinreichende Unterstützung verdient hat. Nur viel spannender, Herr Lanz. Hätten Sie es besser gemacht? Retrospektive Fragen kann ich gar nicht beantworten. Wie hätten Sie es gemacht? So wie ich das in Nordrhein-Westfalen gemacht habe. In Nordrhein-Westfalen haben wir eine Landtagswahl bestritten mit anderen Themen. Das wichtigste Thema war jetzt in Zeiten der europäischen Staatsschuldenkrise nicht auf Steuersenkung zu setzen, sondern erstmal den Staat aus der Abhängigkeit der Banken, der Finanzmärkte zu befreien. Also irgendwann muss der Staat ja lernen, mit dem Geld auszukommen, das die Bürgerinnen und Bürger ihm zur Verfügung stellen. Das war unser Schwerpunktthema in Nordrhein-Westfalen. Lieber neue Wahlen als neue Schulden haben wir dort plakatiert. Wir haben uns für Bildungspolitik eingesetzt. Ist ja ein Skandal, dass in Deutschland in manchen Landstrichen noch fast jeder 10. Jugendliche ohne jeden Schulabschluss bleibt. In unserem zivilisierten Land, das war ein Thema. Und wir haben uns dort eingesetzt für marktwirtschaftliche Energiepolitik.
Und das halte ich wirklich für eines unserer wichtigsten Themen. Lassen Sie atmen so scharf ein. Aber den Ansatz will ich noch machen. Halte ich unverändert für eines der wichtigsten Themen. Ja. Denn die Rentnerin und der BAföG-Empfänger, die zahlen in Deutschland die garantierte Rendite für diese Dauersubventionen von beispielsweise Solarinvestoren. Mhm. Ich gönne denen jeden Euro. Aber man muss das, wie Sie, Sie sind Unternehmer, das muss man im Wettbewerb erkämpfen und nicht über Subventionen vom Staat seine Gewinne machen. Das heißt, machen. An der Stelle hat Philipp Rösler definitiv nicht geliefert. Er war doch Wirtschaftsminister und dafür zuständig, genau für die Energiewende. Die FDP insgesamt hat nicht die richtige Durchsetzungskraft beim Thema Energiepolitik in den letzten Monaten gehabt. Mhm. Ja. Aber viel spannender ist auch eigentlich, Herr Lanz, weil Sie stellen jetzt so retrospektive Fragen. Ja, immer gerne. Und da ich ja einer Ihrer Zuschauer bin, habe ich das ja so oft schon gehört, wenn Sabine Leuthauser-Schnarrenberger oder andere hier zu Gast waren. Spannender wäre doch eigentlich jetzt zu fragen, wie geht's nach vorne weiter? Wie geht's nach vorne weiter? Oh, das ist eine spannende Frage. Ja. Ja? Das Problem ist ja, wenn ich Sie frage, wie geht es nach vorne weiter, sind Sie ja gar nicht zuständig, weil Sie sind ja raus. In der Tat gibt es im Deutschen Bundestag jetzt nur noch ein schmaleres Meinungsspektrum. Das stimmt. Wenn die Große Koalition jetzt mehr Bürokratie beschließt, dann gibt es eine linksgrüne Opposition, die sagt, nee, die Fesseln sitzen noch nicht eng genug. Das stimmt. Also so eine etwas andere Stimme. Die fehlt im Deutschen Bundestag. Wo wollen Sie denn jetzt diese Bundesthemen sozusagen, wo wollen Sie die platzieren? Naja, also wir sind ja noch in einer Reihe von Landtagen. 70% der Deutschen haben einen parlamentarischen... Landtag, ne? Ja, seien Sie nicht so despektierlich. Es gibt auch ist jetzt billig. Nee, das ist nicht billig. Doch, das ist ganz billig. Also manche NRW sagt, wir machen es so, Herr Bayern Lanz, macht es so, das interessiert den Menschen in Hamburg im Zweifel nicht so sehr. Ja, aber in Hamburg sind wir ja mit Katja Suding auch hier im Parlament. Gut, aber das die Landespolitik ist schon nicht ganz uninteressant. So war es ja gar nicht gemeint. Es geht ich weiß, ja darum, aber nicht nur Sie können Judo-Tricks, auch ich. Ja, oh, gut. Wo sind denn die bundespolitischen Akzente? Wo können Sie die denn setzen? Ich nehme mal ein ganz aktuelles Beispiel, was mich wirklich verrückt macht. Das ist im ganzen Sommer unser Thema gewesen, die Enthüllungen der NSA. Dass da lückenlose Profile angelegt werden. Sie sind im Internet tätig, Sie können uns berichten, da gibt es auch kommerzielle Datensammler, die ermöglichen, dass man Details unseres Privatlebens über Algorithmen ermitteln kann. Da gibt es nur kommerzielle Datensammler, ne? Wenn man mal genau hinkommt. Ja, es gibt auch die Nachrichtendienste. Es gibt noch die Nachrichtendienste und die arbeiten zusammen. So wie übrigens die Staaten und die Banken zusammengewachsen sind, wegen der kreditsüchtigen Politik können die Banken also gutes Geld verdienen an Staatsanleihen, so gibt es das auch im Internetbereich, Nachrichtendienste und Datensammler. So, das ist also das große weltweite Thema. Und was passiert in Deutschland? Bei uns wird die Vorratsdatenspeicherung eingeführt. Das finde ich skandalös, dass von unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern jetzt für ein halbes Jahr gespeichert wird, mit wem sie von wo wann telefoniert haben. Okay. Und wer kann sicher sein, dass die Daten nicht irgendwann mal... Aber es hat den Wähler offenbar nicht interessiert. Das weiß ich nicht, ob den Wähler das so nicht interessiert hat. Vielleicht haben Frau wir das... Leuthäuser-Schnarrenberger ist die Ikone, wenn es genau um die Verteidigung dieser Grundrechte so ist es. Geht. Und wir haben das ja auch 4 Jahre verhindert, diese Vorratsdatenspeicherung. Ja. Jetzt kommt sie. Ich finde es gerade nach der Debatte NSA skandalös. Und wissen Sie, zunächst einmal muss ein Politiker ja auch, und ein solcher bin ich ja, nicht sagen, das hat die Leute nicht interessiert. Nein, wir leben in einer Gesellschaft, wo man politische Willensbildung macht, wo man also Argumente vorträgt. Mhm. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Großteil der Menschen, die in Deutschland unbescholtene Bürger sind, dass die nicht wollen, dass ihre Daten gespeichert werden. Denn niemand weiß, in wessen Hände die irgendwann geraten können. Könnte es vielleicht sein, dass es... Könnte es sein, Herr Lindner, dass es in Wahrheit doch mal ganz anders ist? Dass es ganz anders ist, also jetzt mal steile Theorie meinerseits, das war kein einmaliger Betriebsunfall am 22. September, sondern Sie sind jetzt ganz lange raus. Weil das, wofür Sie stehen, nicht mehr Zeitgeist ist. Das ist interessant, dann stellen Sie aber der deutschen Bevölkerung ein sehr schlechtes Zeugnis aus. Weil dann sagen Sie, dass in Deutschland es niemanden mehr gibt, der zunächst einmal persönliche Unabhängigkeit hat, der... Nicht jede Form von Verantwortung an den Staat oder an andere delegiert. Das ist billig.
Den habe ich eben schon verwendet. Nein, das ist trotzdem billig. Nein, das ist billig. Doch, das ist billig. Sie können ja nicht jedem anderen unterstellen, der jetzt nicht Ihre Partei gewählt hat, dass er keine Eigeninitiative und Eigenverantwortung übernehmen will. Es geht doch jetzt ums Denken. Es geht doch jetzt lassen Sie uns doch einmal gucken. Es geht doch um Werte dabei. Ich stelle hier gleich ein Phrasenschwein auf und dann müssen Sie immer 5 Phrasen rein für alles, was sozusagen an Parteiprogramm kommt. Mal ganz konkret. Was haben Sie gegen Parteiprogramme? Ich finde Parteiprogramme prinzipiell gut. Das Problem ist nur, dass all das, was wir gerade gehört haben, sagen ja die anderen im Prinzip auch. Das sagen Sie nicht? Im Prinzip schon. Das wissen Sie ja viel besser als ich. Wie wunderbar, Herr Lanz. Sie haben eine Meinung, ich habe eine Meinung. Ja. Davon lebt die Demokratie. Nur im Deutschen Bundestag eben gibt es eine bestimmte Meinung nicht. Ja. Und der Kernunterschied ist... Machen Sie es mal konkret. Nicht ablenken, ja. Herr Lindner. Wir waren ja gerade schon ganz konkret bei der Vorratsdatenspeicherung. Aber ich hatte jetzt einen anderen, ganz konkreten Punkt. Sie als FDP, die kalte Marktwirtschaft, die Arroganz der Macht, das ist das Klischee. Ja, aber es ist nicht die FDP, die es gerne will. Ich weiß, ich formuliere nur das Klischee. Wie stehen Sie zum Mindestlohn? Ja oder nein? Die Caritas warnt vor einem Mindestlohn, nicht die FDP. Ja oder nein? Ich halte es mit der Caritas. Es gibt auch Fragen in der Gesellschaft, die kann man nicht ganz mit heißt Ja oder Nein. Nee, das ja ist jetzt, es ist zu billig, Herr Lanz. So gewinnen Sie nie. Ich glaube, dass die FDP zu oft Ja oder Nein gesagt hat. Die Leute wollen klare Aussagen. Nee, nein, die Leute wissen, dass... Sind Sie für einen Mindestlohn, Ja oder Nein? Herr Lanz, die Leute wollen nicht schwarz oder weiß, weil sie wissen, dass es Grautöne in der Gesellschaft gibt. Die Leute wissen, dass es Grautöne gibt. Die Leute wollen ja schwarz-rot, die wollen ja nicht schwarz. Das ist nicht, das ist zu billig, Herr Lanz. Lassen Sie uns den einen Punkt in aller Ernsthaftigkeit ansprechen. Mindestlohn, ja oder nein? In aller Ernsthaftigkeit muss man sagen, es gibt Grautöne. Die Caritas warnt vor einem Mindestlohn, weil sie sagt, es gibt geringqualifizierte Jugendliche, 1,5 Millionen in Deutschland, die über keinerlei Schul- und Berufsabschluss verfügen. Aber Herr Lindner, warum beziehen Sie sich jetzt auf die Caritas? Weil Sie ja eben gesagt haben, die FDP sei kalt aber und nicht mitfühlend. Das werden Sie der Caritas nicht vorwerfen. Nein. Ich habe Sie gefragt, dass Sie jetzt einen Image-Transfer von der Caritas zur FDP versuchen. Nee, ich würde an dieser Stelle mal ganz kurz intervenieren. Lassen Sie ihn doch mal aus der Ecke rauskommen. Nein. Und dann können wir weiter boxen. Nein. Das ist auch der Spaß an der Geschichte. Ja. Ich würde das auch gerne hören, weil den Satz hat er nie zu Ende gebracht. Ich weiß gar nicht, was er mit der Caritas meint. Ja, das ist der Punkt. Herr Lindner, Sie und die Caritas. Ich kann es Ihnen auch, Mirka, ich kann es Ihnen erklären. Der FDP wird unterstellt. Ich bin jetzt raus. Wir seien gegen einen Mindestlohn, also dagegen, dass der Staat überall eine Lohngrenze festlegt. Uns wird unterstellt, weil wir seien die Anwälte des Lohndumpings. Und wir seien dagegen, weil wir wollten, dass möglichst viele Unternehmer mit ganz geringen Löhnen ihren eigenen Gewinn reduzieren. Mhm. Das ist das Klischee. Erhöhen. Und ich habe Ihren Gewinn erhöhen. Danke, Herr Heyer. So, und ich habe es deshalb über die Caritas gesagt, weil der würde man es nicht vorwerfen. Und die warnt auch davor. Warum? Weil die wissen aus der Jugendsozialarbeit, es gibt Bereiche in Deutschland, da könnte eine bestimmte Lohnhöhe die Hürde sein, die dann Jugendliche ohne Schulabschluss, ohne Berufsausbildung davon abhält, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Und deshalb sage ich, wenn es einen Mindestlohn gibt, der am Ende mehr Schaden als Nutzen stiftet. Also es gehen mehr Einstiegsjobs verloren, als Menschen davon profitieren. Dann finde ich die Maßnahmen nicht sozial verantwortbar, sondern ich finde sie eher gefährlich. Das kommt jetzt, die Große Koalition macht das. Und dann kann ich nur sagen, ich hoffe, dass unsere Befürchtungen nicht eintreffen. Das hoffe ich im Interesse der Betroffenen. Ich kann es jetzt nicht verhindern. Das werden wir in einigen Jahren sehen, aber wir hätten es nicht gemacht. Sie hätten also Nein zum Mindestlohn, heißt das? Ja. Geht doch. Ja, man kann ja mal, Ja oder Nein ist ja gut, nur man darf Leute, ja auch noch ein Argument dafür nehmen. Ja, na gar keine Frage. Sie brauchen ja ein Argument dafür. Ja, aber ich hatte ja, wollte einfach mir, nur wissen. Sie haben es ja gemerkt, mir war ja daran gelegen, mal zu erläutern, warum. Und das Warum ist manchmal wichtig, um die Motive zu erklären. Das stimmt. Ich habe Ihnen gerade zugehört, aber ich habe immer noch nicht verstanden, was sich nun ändern wird. Die FDP hatte ein Profil gehabt, was die Leute eher dazu gebracht hat, sie möglichst nicht wählen zu wollen, weil aus unterschiedlichen Gründen, ich glaube, weil soziale Kälte abstrahlte, weil Mindestlohndebatte ja nicht so geführt werden darf, wie Sie sie führen, sondern die Frage steht doch, was muss ich eigentlich tun, damit ich, wenn ich eine 40-Stunden-Woche oder eine 50-Stunden-Woche hinter mich bringe, mit dem Geld, was ich verdiene, wenigstens überleben kann? Die Frage müssen Sie sich doch stellen, oder? Und wenn ich 40 oder
Wenn ich 40 oder 50 Stunden sage, dann meint das, dass das Menschen sind, die im Zweifel zwei Jobs brauchen, damit sie überhaupt über die Runden kommen. Und ich glaube, dass an der Ecke das Profil, das sie hinter sich haben, müssen sie wohl überwinden und die Frage sich stellen, was ist eigentlich unsere Antwort auf die Frage, wie viel Ungerechtigkeit und Ungleichheit verträgt eine Gesellschaft, ohne kaputt zu gehen? Diese Frage habe ich von Ihnen noch nicht verstanden. Das kann ja sein, dass Sie sie im Kopf haben. Ich unterstelle das. Sie sind ja ein kluger Mensch, dass Sie darüber nachdenken, aber dass Sie noch eine Weile brauchen, ehe Sie die Partei, der Sie nun vorstehen, möglicherweise in eine Richtung bewegen können, die weniger davon ausgeht, dass jeder seines Glückes Schmied ist. Nein, das ist ja gar nicht unsere Haltung. Ja, nein, ist es nicht. So ist es aber übergekommen. Das ist nicht Ihre Fehler, aber genauso ist es übergekommen. Und deswegen für mich die Frage, was tun Sie oder wollen Sie tun, damit die FDP im Konzert der Parteien Debatte eine Rolle spielen kann, die über das hinausgeht, was ich eben verstanden habe. Ja, nur Herr Heyer, also was Sie gerade dargestellt haben, die FDP müsste sich in dieser Weise so ändern, dass Sie als Sozialdemokrat sagen, das ist wieder meine Partei. Nein, dann würden wir, also insofern ist immer schwierig, jemand, der in einer ganz anderen Partei und einer ganz anderen Denkweise zu Hause ist, sagen. Sind Sie da sicher, dass ich in einer anderen Denkweise Sie zu Hause bin? Sie sind möglicherweise ein Sozialliberaler. Das mag so sein. Nur ich bin ein Liberaler, ohne dass da was davor steht. Nicht Neo, nicht Sozial, nicht Marx, sondern einfach nur liberal. Und das unterscheidet uns zwei. Na, ich will auf folgenden Punkt hinaus. Die Mindestlohndebatte ist ja jetzt gelaufen. Ich stelle nur eins fest, und das wird Ihnen vielleicht auch aufgefallen sein. Sie ist nach der Bundestagswahl viel differenzierter gelaufen als vor der Bundestagswahl. Das war ein Kampfthema. Und auch das Publikum hat vielleicht die Berichterstattung in den Medien verfolgt. Lass mal weg, nach Mindestlohn. Nach der Wahl beim Mindestlohn gab es plötzlich viele Studien, Herr Heyer, die haben das, was Sie gerade geschildert haben, 40 Stunden arbeiten, man kann nicht davon leben, als These in Frage gestellt. Aber es ist eine Debatte von gestern, es kommt jetzt. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass Sie und Ihre Partei, dass Sie recht haben. Und dass es einen großen Nutzen gibt und Menschen aus der Abhängigkeit des Sozialstaats rauskommen und dass möglichst wenig Menschen darunter leiden. Letzte Frage noch. Was ist mit der Mietpreisbremse? Stelle ich auch fest, dass es da eine ganz differenzierte Diskussion gegeben hat. Stellen Sie auch fest, dass die Mieten immer höher werden in Ballungsräumen? Ja, das stelle ich fest. Da fehlt auch Wohnraum. Und deshalb gibt es diese Diskussion. Meine Antwort darauf ist, es muss mehr Wohnraum geschaffen werden. Muss sich die Investition lohnen? Weil das andere, so das andere ist ja die Umgehung, die dann entsteht. Auch da gibt es inzwischen eine ganz interessante, viel differenziertere Debatte als vor der Bundestagswahl. Denn was hilft Ihnen, das kennen wir aus London, was hilft Ihnen, Sie haben eine Miete, die gedeckelt ist, aber plötzlich müssen Sie für die 30 Jahre alte Küche 20.000 Euro Abstand zahlen, weil das Wasser sich den Weg sucht oder weil die Mietwohnung in eine Eigentumswohnung umgewandelt wird. Ich will darauf hinaus, Herr Lanz, dass die einfachen Antworten, der Staat regelt mal schnell und verbietet was oder gibt etwas vor, dass die manchmal nicht zu einer Lösung führen, sondern manchmal eher die Probleme noch verschärfen könnte. Also Sie haben einen Wahnsinnsjob vor sich. 79,04% war das Ergebnis als Parteichef. Mit zwei Gegenkandidaten. Mit zwei Gegenkandidaten. Und ich finde dafür, dass Ihnen manche Leute immer noch nachtragen, dass Sie damals als Generalsekretär aus Gründen, die Sie heute nicht erläutern wollten oder nicht können, gesagt haben, ich mache das jetzt so nicht weiter, ist das auch völlig in Ordnung. Haben Sie noch Ihr schönes Kennzeichen, Düsseldorf CL 2017? Das habe ich noch, weil mein Dienstauto, das ich als Fraktionsvorsitzender im Landtag habe, das hat eine Laufzeit bis zur nächsten Landtagswahl im Jahr 2017. Und jeden Tag erinnert mich das daran bis 2017 und dann muss es vom Wähler erneuert werden. Und wenn das dann gekommen ist, wird aus dem D ein B? Ja, wer weiß. BCL 2021. Dann. Was machen Sie denn, wenn es nicht klappt in 4 Jahren? Ich bin ganz sicher, dass es klappt. Wenn es nicht klappt? Es wird klappen. Wenn es nicht klappt. Sind Sie nicht mal zum Südpol gereist? Ja, das war aber nicht der Einzug in den Bundestag. Haben Sie auf der Hälfte der Strecke sich gefragt, was passiert, wenn Sie da nicht ankommen? Nee, ich habe mich gefragt, was zum Teufel mache ich da eigentlich? Ja. Haben Sie sich das auch mal gefragt? Nein. Doch. Nein, natürlich. Und eine Sache noch, Herr Lindner. Ich muss ganz kurz mit Ihnen sprechen. Sie haben Anfang Oktober getwittert, um es mit Jürgen Klopp zu sagen. Ich finde, das Ergebnis ist ganz cool geworden. Oder?
Sie haben sich, Ergebnis jetzt? Ja, ich habe das auch nicht verstanden. Sie müssen noch mal googeln dann. Ja, Jürgen Klopp hat sich irgendwie die Haare schön gemacht. Genau das habe ich zitiert, ja. Und Sie haben das machen Sie doch jetzt kein Geheimnis daraus. Nein, ich frag doch nur. Meine Güte, in Deutschland hat jeder das Recht auf Haare, mit seinen Haaren das zu machen, was er will. So, geht und doch. Das hat ihn auch ausgelacht. Geht doch. Nein, weil das dann so. Cool. Nein, ich frag doch nur. Warum muss das alles immer so? Ja. Nein, ich frage doch sehr direkt. Ich habe mich aber nur gewundert, Sie, in der Politik zählt eigentlich nicht das, was man auf dem Kopf hat, sondern was man in dem Kopf hat. Deswegen die Frage. Ja. Deswegen die Frage. War diese persönliche Typveränderung sozusagen schon eine erste Maßnahme auf dem Weg zum Parteichef? Nein, das ist aus dem letzten Jahr. Was glauben Sie, wie lange das braucht, bis sowas wächst? Ehrlich? Ja, sehr. Wann fängt man damit an? Ja. Wie lange braucht es, bis ein Haar aus einer Haarwurzel ein Haar wird? Ich will es gar nicht wissen. Das braucht Monate, das ist ja. Hat also mit dem Parteivorsitz der Wahl oder sonst was nichts zu tun. Ich wollte dir nur sagen, großen Respekt. Hat nur was mit meiner Kahlheit zu tun, nicht mit einer Wahl. Kompliment auf jeden Fall, dass Sie so cool damit umgegangen sind. Das fand ich sehr, sehr lässig. Aber es bleibt ja leider auch in unserer Gesellschaft nichts mehr unbeobachtet. Und insofern wahrscheinlich auch. Ja, wo Sie sagen, unbeobachtet, das ist in der Tat eine witzige Geschichte. Da kam diese Sache raus. Und beziehungsweise ich hörte da, irgendjemand stellt sich da Fragen. Und da habe ich gesagt, ja, ihr habt nichts zu verbergen. Also habe ich das bei Facebook und bei Twitter öffentlich gemacht. Und dann kamen Regionalzeitungen. Und die haben tatsächlich Bilder gedruckt, vorher, nachher. Christian Lindner im Mai, man sieht das schüttere Haar. Christian Lindner im September, da volles Haar. Das Witzige ist, im Mai war das natürlich schon Monate her. Das waren beides nicht vorher, nachher, sondern nachher, nachher Bilder. Und das zeigt, also ist manchmal alles sehr verrückt in unserer Gesellschaft, gerade in der Mediengesellschaft. Das ist also, wahr. Das ist hart. Und es war eine andere Zeit. Herzlichen Dank, Herr Lindner, dass Sie so offen und auch konfrontativ sich befragen lassen. Das macht ja nicht jeder mit. Aber davon lebt ja auch Demokratie, dass man sich dann auch streitet und auseinandersetzt. Waren das andere Zeiten damals, Herr Haye, als Sie für Willy Brandt angeheuert haben? Das waren insoweit schon andere Zeiten, als zu der Zeit gab es kein Internet. Es gab gerade mal ZDF und ARD, also die beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Und insoweit in Bonn gab es diesen freundlichen Generalanzeiger. Insoweit waren das ruhigere Zeiten. Aber dieses Thema Haare hatten Sie als Regierungssprecher von Schröder auch schon mal? Ja, ich nicht, aber er hatte es insoweit, als ihm, glaube ich, nachgesagt wurde, er würde seine Haare färben, was er vehement abgestritten hat. Und wenn man, wozu ich oft Gelegenheit hatte, ganz nah bei ihm sein konnte und auf seine Haare, dann sahen Sie natürlich diese grauen Spitzen überall so ein bisschen. Das war, was heißt das? Nicht gefärbt war, sondern es war, die Haarspitzen waren grau oder wurden immer grauer und so, sein Haarschopf ist heute auch grau. Das ist jetzt gefährlich, ist ganz dünnes Eis, auf dem wir da gerade unterwegs sind. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass... Was sagt man denn einem Regierungschef in so einem Moment, wenn dann so eine absurde Diskussion um die Frage aufkommt, färbt er jetzt die Haare oder nicht? Diese absurde Diskussion war da. Er hat sie über seine Frau beantwortet, indem er... glaube ich, vor Gericht gegangen ist und geklagt hat. Und auf, ich weiß gar nicht, wie man da Recht kriegt, aber er hat Recht bekommen. Und von daher, eine absurde Debatte. Hochoffiziell festgestellt, gerichtlich festgehalten, unser Bundeskanzler färbt sich nicht die Haare. Ja, genau. Okay. Jedenfalls, wenn er das sagt, dann ein stimmt gutes das. Land, wenn es keine anderen Sorgen hat. So ist es. Ne? Ja, genau. Viel wichtiger ist, um jetzt mal Herrn Lindner zu zitieren, viel interessanter ist doch die Frage, Große Koalition. Sie sind Mitglied der SPD nach wie vor. Ja. Wie haben Sie gestimmt? Mitgliederbefragung da zum Thema? Da das eine geheime Abstimmung ist, bleibe ich auch dabei, sie geheim zu halten. Ich glaube, dass... Warum haben Sie mit Nein gestimmt? Ich habe einen großen kritischen Einwand auf diese Verabredung zwischen diesen beiden großen Parteien. Und das ist... der für mich viel zu enge Blick auf die Welt. Es ist ein Vertrag, der sehr Nabelschau ist, sehr nach innen gerichtet ist. Mhm. Und wenn ich an Lampedusa denke, wenn ich an die Außen-
Grenzen der Europäischen Union denke, wenn ich darüber nachdenke, welchen Anteil hat eigentlich die Europäische Union an der Ungerechtigkeit in der Welt und wie kommen... Stichwort Agrarsubventionen, ja, zum Beispiel. Ja, und unter anderem das. Welchen Anteil haben also wir alle daran, dass es Elendswanderung von Afrika nach Europa gibt? Was tun wir dagegen? Wir können nicht alle aufnehmen, das scheint mir ziemlich klar zu sein. Keine Gesellschaft würde das ernsthaft aushalten, aber wir tun zu wenig. Eindeutig. Wenn wir 5000 Menschen aus der Hölle Syriens holen, ist das für dieses Land absurd wenig. Haben Sie recht. Und ich hätte mir gewünscht, dass dazu in diesem Vertrag Antworten sind. Wer 80% im Bundestag an Mandaten hat, der hat verdammt noch mal die Pflicht, auch mutige Politik zu machen. Und deswegen die großen Linien. Die großen Linien mitzudenken, mindestens. Das ist mindestens das. Und davon hätte ich mir auch ein bisschen was vom FDP-Parteitag gewünscht. Das habe ich da nicht gehört, aber das ist sicher ein Fehler gewesen. Man muss aber sagen, er hat eben in der Maske eingeräumt, er hat meine Rede gar nicht gehört. Ich habe sie nicht gehört, aber ich habe darüber gelesen. Das, was ich tue als Zeitungsleser. Ich begehe nicht auf FDP-Parteitage. Oh, Sie werden herzlich eingeladen. Ja, das glaube ich. Einverstanden. Komm dann auch mal zur SPD. Ja, na gut, das ist doch eine gute Idee, sich das mal anzuhören. Da bahnt sich eine sozialliberale Koalition. Ich merke das schon. Nein, dazu müsste ja erstmal eine sozialliberale FDP da sein. Die haben wir aber noch nicht. Vielleicht schafft er es ja irgendwann. Wie hätte denn Willy Brandt gestimmt, Herr Haye, zu diesem Vertrag? Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, das ist keine Frage, die man wirklich beantworten kann. Er hat unter anderen Bedingungen und anderen Zeiten Politik verantwortet. Und er hatte jedenfalls eine SPD im Aufwind und nicht im Abwind. Die zweitschlechteste Wahlergebnis der FDP. Lindner sagt, sie hätte sozusagen die Auseinandersetzung mit der Union, was den Vertrag angeht, gewonnen. Na ja, gut, mag sein. Viele Aspekte spielen da eine Rolle. Und ich will das auch gar nicht kleinschreiben. Ich glaube, dass wir eine Mietpreisbremse brauchen, anders als Herr Lindner. Ich glaube, dass wir den Mindestlohn brauchen, anders als Herr Lindner. Ich glaube, dass wir vor der Altersarmut uns bewegen müssen, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Und dass wir als Einwanderungsgesellschaft eine andere Bildungspolitik brauchen. Darüber brauchen wir nicht alle drüber reden. Aber glauben Sie auch, finde ich einen ganz spannenden Aspekt, wenn ich den mal fragen darf. Jetzt in diesem Koalitionsvertrag ist ja geregelt, dass der Rentenversicherungsbeitrag nicht sinken soll. Und den zahlen ja nicht die Millionäre, sondern Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Finden Sie das eigentlich gerecht, weil es deren Geld ist? Nein, natürlich nicht, weil ich meine, hier sind zwei Parteien zugange. Da sind deswegen Kompromisse, hat der Haye ja auch mit Nein gestimmt. Das ist ja der tiefere Grund. Aber Herr Haye, ich habe nicht verraten, wie ich gestimmt habe. Nein, ich habe das lediglich unterstellt. Ja. Ich gebe das zu. Aber es ist auch jetzt noch mal deutlich, ich fühle mich bestätigt. Wenn wir noch mal zurückgehen zu Ihrer Arbeit für Brandt. Weil hier auch junge Menschen sitzen, die diese Ära so bewusst ja gar nicht mehr mitgekriegt haben, aber spüren, da ist einer, der offenbar ähnlich wie Nelson Mandela so eine Jahrhundertfigur gewesen ist. Sie waren politischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Bonn, haben regelmäßig für die Seite 3 geschrieben. Der Kanzler hat das offenbar regelmäßigst gelesen. Hat es jedenfalls gelesen. Auf jeden Fall. Und es hat ihn beeindruckt, das, was Sie da geschrieben haben. Ja. Und plötzlich klingelt das Telefon. Ja. Plötzlich klingelt das Telefon und das Kanzleramt ist dran und bittet mich, einen Termin vorzuschlagen, weil der Kanzler gerne mit mir sprechen würde. So, und dann trifft man diesen Menschen. Ja. Einer, von dem Sie auch in Interviews immer wieder gesagt haben, ich habe den verehrt. Ich habe ihn vor allen Dingen verehrt aufgrund seiner politischen Biografie. Ja. Sie haben auch mal ausgeführt, warum genau. Sie haben das begründet, finde ich sehr nachvollziehbar, dass da einer mit 17 Jahren auf einem Schiff, auf einem Kutter, getarnt irgendwo unter Segeln und Seilen, einfach nach Norwegen flüchtet, weil er... Nach Dänemark. Nach Dänemark in dem Fall, genau, um dann später nach Norwegen zu gehen. Weil er mit diesem ganzen Braunen, das da noch wabert, auch nichts zu tun haben will. Und sich sehr, sehr mutig mit 17 Jahren dieser großen Entscheidung stellt. Will ich da mitmachen bei diesem Unrechtssystem oder will ich das nicht? Für einen jungen Menschen eine unglaublich reife Leistung. Wie war der als Mensch?
Was war das für einer? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, dass die Kindheitsmuster, die man da wahrnehmen muss bei dem, was Willy Brandt damals, der dann ja noch Fram hieß und als uneheliches Kind auf die Welt gekommen ist, in Zeiten, in der das ein Makel war, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Aber das war ein Makel. Also mit diesem Makel groß geworden ist und über seinen Großvater politisiert wurde. Und den er lange für seinen Vater gehalten hatte. Und weil seine Mutter da ganz schweigsam war, den zu seinem Großvater gegeben. Ich glaube, dass das eine Kindheit ist, die einen Menschen prägt und weit in die in das späte Alter hinein eine Prägung mitbringt. Eine, die, glaube ich, deutlich macht, warum er immer Beziehungsschwierigkeiten hatte. Dass sein Frauenbild dadurch geprägt war. Viele Dinge, glaube ich, die ich im Nachhinein nicht damals wahrgenommen habe, als ich die Chance hatte, für ihn zu arbeiten, was ich gerne getan habe. Und zwar einfach aus dem einfachen Grunde, weil ich zu der Generation gehöre, die schuldlos schuldig war. Nach diesem Krieg, Jahrgang 40, in diese verschweigende Eltern- und Großelterngeneration hineinkam. In eine Situation, in der in der Bundesrepublik die Funktionseliten der Nazis eins zu eins übernommen waren. Es gab nicht einen einzigen Richter, der sich verantworten musste dafür, dass er Todesurteile endlos auf der endlosen Band. Niemand brauchte sich verantworten. Und wir als junge Leute, die diese Verantwortung tragen sollten, waren, glaube ich, besonders froh, endlich jemanden zu haben, vor dem wir als Politiker keine Angst haben mussten. Wenn Sie sich die Kabinette von Adenauer betrachten und sehen, wie viele Großnazis dabei eine Rolle gespielt haben, dann werden Sie das nachvollziehen. Die Tatsache, dass die Mütterlichs die Unfähigkeit zu trauern bezogen hat auf die Gesamtgesellschaft, die sich nicht ehrlich machen wollte über das, was da passiert war, ist so ein Stück Psychoanalyse, das, glaube ich, wenn man es heute noch nachliest, auf den Punkt kommt, was dazu geführt hat, dass so viele Leute ganz schweigsam waren, wenn es darum ging, ihre eigene Vergangenheit zu berühren. Ich würde gerne zwei Ereignisse rauspicken. Das erste, 1970, die berühmte Szene in Erfurt. Ja. Da waren Sie dabei, waren aber noch nicht sein Sprecher. Nein, ich war als Journalist dabei, genau. Und habe das beobachtet und habe gesehen, dass da... Wir schauen mal rein. Ja, okay. Sie waren dabei. Also, ja, begrüßter Stoff. Willi Stoff. Willi Stoff, natürlich. Und, eine ganz angespannte Situation. Sehr angespannte Situation, weil das ja sozusagen eine Politik in Gang setzte oder weiterführte, die überhaupt nicht populär war oder jedenfalls nicht in Gänze populär war, sondern weil es ja bedeutete, wie gehen wir um mit den Ergebnissen des Zweiten Weltkrieges? Wollen wir die jetzt gezogenen Grenzen akzeptieren oder nicht? Und ist es möglich, und dann diese berühmte eine Szene Friedenspolitik hier, zu schaffen, die ja unten sozusagen mitgenommen wurde, von diesem Mann erhofft wurde. Und da sieht man, dass dieses zaghafte Winken, ja, obwohl da unten Tausende standen, die Willi, Willi gerufen haben. Man hätte auch denken können, sie rufen Willi Stoff. So ist es ja bei den anderen auch verkauft worden. Aber es war klar, Willy Brandt war gemeint. Ja, natürlich war der gemeint. Und er hat sich ein bisschen geziert, das wirklich zu feiern. Ja, er durfte das nicht feiern. Mhm. Das wäre, glaube ich, kontraproduktiv geworden. Mhm. In dieser sensiblen deutsch-deutschen Lage, mit der wir es zu tun hatten. Wenn man das überwinden wollte, musste man akzeptieren, dass es die DDR gab. Mhm. Und damit auch eine Sowjetunion gab, die unglaublich gelitten hat unter diesem Zweiten Weltkrieg und der deutschen Wehrmacht und dem, was an Brandschatzung und Mord dadurch in dieses Land getragen wurde. Mhm. Und in dieses Land, das war ja das tolle FIFA, einmal zu sagen, wir akzeptieren das Ergebnis dieses Zweiten Weltkriegs. Erstens, zweitens,
Wir machen einen Vertrag und da wird auf jede Gewalt verzichtet. Wir verzichten auf jede Gewalt. Und dieser Gewaltverzicht ist, glaube ich, etwas, was heute gut anstünde. Wenn man in die Welt guckt, wäre, glaube ich, vieles leichter, wenn wir absolut das tun würden. Etwas, von dem viele sagen, damals diese Szene in Erfurt, die eigentlich der Grundstein dafür war, für vieles, was dann später in Leipzig, Montagsdemos und auch Wiedervereinigung passiert ist. Dann Kniefall, Warschauer Ghetto, da waren Sie selber nicht dabei. Sie haben das wie viele, viele andere im Fernsehen gesehen. Gab dann den Friedensnobelpreis. Und als das bekannt wurde, standen alle auf, bis auf die Opposition, die einfach sitzen blieb, obwohl der Bundeskanzler gerade den Friedensnobelpreis bekommt. Und als dieser Anruf kam und Sie kurz davor waren, sein Redenschreiber zu werden, der Redenschreiber des Bundeskanzlers, Sie als sehr junger Mensch, haben Sie den Fuß trotzdem nicht ins Kanzleramt bekommen, weil die Guillaume-Affäre dazwischen kam. Es war Einstellungsstopp im Kanzleramt und deswegen sollte ich erst mal geparkt werden im Parteivorstand der SPD, bis dieser Einstellungsstopp vorbei war. Da ging nicht vorbei, weil der Kanzler dann zurücktrat und so blieb ich da, wo ich gewesen bin. War nicht Mitglied der SPD, sodass der damalige Geschäftsführer Holger Börner nach, glaube ich, einem Dreivierteljahr vorsichtig angefragt hat, sagen Sie, sagte er, weil er, ich war ja nicht Genosse, könnten Sie sich vorstellen, Mitglied der SPD zu werden, wenn Sie, wo Sie doch schon für den Vorsitzenden arbeiten? Und da habe ich da mal drüber nachgedacht. Ja, irgendwie stand ich immer links davon. Das, Entschuldigung, wenn ich das so in Ihrer Gegenwart sage. Das ist aber so gewesen. Habe ich kein Problem, ich bin ein freies Land. Okay. Das war auch mehr selbstironisch gemeint. Dann habe ich ja gesagt, okay, ich werde Mitglied der SPD. Die Art der Ansprache, wie haben Sie sich mit ihm unterhalten? Wie muss man sich das vorstellen? Also mein Respekt vor ihm und vor diesem Leben, in das 6, 7 andere Leben hineingepasst hatten und alle wären sehr lebendig gewesen, war so groß, dass ich nicht gewagt hätte, ihn zu duzen. Das hätte ich irgendwie als respektlos empfunden. Ich hatte großen Respekt und eine Ahnung davon, was dieses Leben, was der hinter sich hat, bedeutet. Einerseits und andererseits, welch eine, wie soll ich sagen, Lichtgestalt er für dieses Land gewesen ist und stellte sich dann ja auch heraus, wie wichtig er war. Durch die Politik, die er angerichtet hat, ist die europäische Spaltung überwunden worden. Das war sein Ansatz. Letzte Frage, Herr Heyer, ist es wahr, dass Sie ihn auch ein bisschen imitieren können oder konnten? Wie hat er Sie denn gerufen, wenn es abends noch mal ins Arbeitszimmer ging? Also, Uwe, kommen Sie doch mal rüber. Mit dieser schönen. Und dann sagt er, haben Sie mal eine Zigarette für mich? Er war nämlich dabei, sich das Rauchen abzugewöhnen und ich war noch Raucher. Von daher war ich in der Lage, ihm eine Zigarette anzubieten. Aber mir gesagt, mehr als eine auf keinen Fall. Also. Und er blieb dabei. Dann haben wir ganz schöne Gespräche miteinander geführt und ich habe diesen Mann sehr verehrt. Das ist ein reiches, spannendes Leben. Und wenn man zu dem Themenkomplex noch mehr wissen will, ist jetzt gar nicht Gegenstand unserer Sendung. Sie haben ein wunderschönes Buch über Ihre Familiengeschichte geschrieben, weil Sie immer wieder darauf hinweisen, eines der besten Bücher ist, die ich in dem Zusammenhang jemals gelesen habe. Herr Heyer, es ist Ihr Verdienst. Unbedingt lesen. Eine deutsche Geschichte, wenn man so will. Mirka ist bei uns. Die als Viva-Moderatorin, Mirka, welchen Politiker persönlich kennengelernt hat in deiner Sendung? Mehrere. Ich war witzigerweise bei Viva immer zuständig, in Anführungsstrichen, für die politischen Themen. Da war dann Johannes Rau zum Beispiel dabei oder Gerhard Schröder. Das war immer sehr schön. Übrigens, darf ich deine Jacke haben? Meine Jacke? Ja, du bist der Einzige, der jetzt kein Mikro dran hat. Warum ist dir so kalt? Oh Gott, das wollen wir verhindern. So. Nicht, dass hier noch einer erfriert. Bitte schön, sehr, sehr gerne. Soll ich dir helfen? Nee, nee, ist geschafft. Das ist kein Problem. Mir ist warm. Mir ist sehr, sehr warm. In FDP-Nähe schwitzt man so leicht. So, jetzt geht's besser. Ja, also, welcher Politiker hat dich denn am meisten beeindruckt? Das ist total schwer zu sagen. Also ganz ehrlich war ich vom Gerhard Schröder ein bisschen enttäuscht. Ne? Ja. Also das war nämlich genau umgekehrt. Das war so ein... Ich hab immer so eine Sache gehabt, oder ich habe die halt auch immer noch. Mir sind halt
junge Menschen total wichtig. Mir war das total wichtig, was ich da gemacht habe. Also es war, und als Viva-Moderatorin wird man ja nie so richtig ernst genommen. Und ich bin da reingekommen ins Bundeskanzleramt und ich sollte ein Interview mit ihm führen. Wir hatten also zugesagt bekommen, dass wir ein Interview mit ihm bekommen. Mhm. Und ich bin dann rein und musste so für dieses Interview kämpfen. Ganz, ganz unglaublich. Und meine Frage an ihn war dann, eigentlich als Eingangsfrage gedacht, aber keine Chance, was ist Ihr Wunsch für die Jugend? Und er hat nur geantwortet, dass sie sich verstehen. Einerseits okay, andererseits war das auch so ein bisschen Parteiprogramm. Also das war so, wie wenn ich meiner Misswahl antworten würde, Weltfrieden. So, ja. Also das gab mir nicht so richtig viel und ich habe mich natürlich, aber mich stellvertretend für diese ganzen jungen Menschen, für die ich da gefragt habe, nicht ernst genommen gefühlt. Hast du nachgefragt? Ich hatte keine Chance. Das war wirklich, wir haben das dann im Endeffekt auch noch mit Godzilla-Musik unterlegt, weil das wirklich, das war so ein Kampf, diese eine Frage zu stellen. Aber da geht es mir doch deutlich besser. Ich darf bei Herrn Lindner nachfragen, der nimmt es mir noch nicht mal übel. Du hast mal einen schönen Satz gesagt, je größer der Star, desto ordentlichere Menschen waren das. Das war zumindest meine Erfahrung. Also, Beispiel? Beispiel Sean Connery. Ne? Mhm. Also das war auch so der Einzige, wo dann meine Mutter gesagt hat, die das wirklich, meine Mutter, also die sind jetzt auch schon, die ist seit Jahren 27, also sie sind auch schon ein bisschen älter. Und die hat das wirklich gar nicht interessiert, was ich gemacht habe. Ne? Und da meinte ich, Mama, ich fliege jetzt nach Prag und übrigens, ich treffe da Sean Connery. Und sie so, wie was? Na? Oh! Und war wirklich total... Kann ich verstehen. Ja, sie hat sich total gefreut. Und ich fand das auch wirklich ganz, ganz großartig. Und ich war auch sehr aufgeregt bei diesem Interview. Aber tatsächlich ist es ein ganz, ganz feiner Mann mit hohen Werten. Mhm. Und ein anderer sehr feiner Mann, zumindest entpuppte er sich wenig später als solcher, war ein Rockstar aus Finnland. Habe Kerkeling. Das sagst du. Wir schauen mal ganz kurz rein. Ein wirklich legendärer Auftritt. Der Ripuli aus Finnland. Bitte schön. Das war schon sehr schön. Und du hast mal gesagt, er hat mir trotzdem geholfen, gut dabei auszusehen. Absolut, absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Harpe Kerkeling, ich ziehe meinen Hut vor dieser Leistung. Die haben das so toll gemacht. Und ich saß da, man muss das, also ne, ich war damals 17 oder vielleicht gerade so 18. Also ich saß da wirklich und drei Monate oder sowas bei Viva. Ich hatte keine Ahnung von Tuten und Blasen. Und Harpe Kerkeling, der hatte damals auch so ein geiles Bild. Und der hatte damals auch so einen Status wie ich heute. Ne? Den kannte keiner mehr. Der war halt ganz lange irgendwie weg vom Fenster, von der Bildschirmfläche. Der hat damals mal eine Zeit lang wenig gemacht. Genau, ne? Genau. Mhm. Und ich hab den wirklich nur so dunkel erinnert. Und es gab, und ich hatte auch wirklich vom ersten Moment, wo die reingekommen sind, hatte ich einfach nur Angst, weil dieser eine Typ, der war so groß und der war so impertinent. Ja. Und ich hab wirklich nicht mehr gewusst, was ich da machen soll. Das war Elton, heute bekannter ProSieben-Moderator. Nee, war es nicht, aber der ist auch bekannter ProSieben-Moderator, glaube ich. Ja, Jumbo, ne? Jumbo, genau. Ne? Genau. Du bist dann raus bei Viva und hast dann gesundheitliche Probleme bekommen. Also nicht gleich danach, aber ja, ich habe ziemlich, ja, vielleicht ein Jahr später oder sowas, epileptische Anfälle bekommen. Ganz schlimm. Einfach auch. So, aus dem Nichts. Ja, wenn die sich, die haben sich schon angekündigt. Aber du hattest vorher nie ein Problem in der Richtung? Nee, gar nicht, absolut nicht. Man muss dazu sagen, ne, epileptische Anfälle sind wirklich, also theoretisch kann es jeden, der in irgendeiner Art und Weise irgendwie genetisch darauf angelegt ist, erwischen. Also man sagt, 5 bis 10% der Bevölkerung können unter gewissen Umständen epileptische Anfälle bekommen. Und ich war eine davon. Und wenn man unprovoziert mehr als 2 in relativ kurzer Zeit bekommt, dann gilt man schon als Epileptiker. Ja. Was löst denn das aus? Das genau. Stress? Unterschiedlich. Das ist total, also ist bei jedem sicherlich total unterschiedlich. Bei mir war das wirklich so. Also ich meine, ich habe jetzt kein Buch geschrieben, das heißt ausgezappelt mein Leben nach Viva. Ne? Ich will kein Mitleid. Also wirklich. Nein, so ist auch nicht gemeint. Aber
Ich finde es immer sehr schwer. Also, es ist wirklich heute auch das erste Mal, dass ich darüber so spreche. Ich finde das total. Aber es betrifft viele und deswegen ist es gut, dass wir mal darüber reden. Weil das ist nämlich irgendwie, also mittlerweile ist es wirklich so, so wie jetzt alle gucken, die ist Epileptikerin und wenn ich jetzt ein Glas in die Hand nehme, dann gucken alle so, oh Gott, was passiert gleich. Und so ist es nicht. Was es auslöst, ist sicherlich Stress. Ich habe bei Viva ganz, ganz viel gemacht. Mhm. Das weiß sicherlich auch jeder, der das irgendwie damals gesehen hat. Ich war fast die ganze Zeit on air. Mhm, stimmt. Es gab Wochen, da war ich irgendwie in einer Woche auf 3 verschiedenen Kontinenten. Ich habe ganz wenig geschlafen und man muss dazu auch sagen, sicherlich auch ein bisschen selbstverschuldet, weil ich bin Perfektionist. Und sieht man mir nicht so an, ne? Das stimmt gar nicht. Aber ich bin wirklich so ein Perfektionist und ich habe wirklich so einen ganz hohen Anspruch immer an mich selbst. Und der hat mich dann irgendwann ausgehebelt. Also es war wirklich Schlafmangel, ungesunde Lebensführung. Und es gibt noch ein paar mehr Faktoren, wo du einfach weißt, okay, das darf so nicht zusammenkommen. Das kam damals aber geballt zusammen und dann ist es auch sehr schnell passiert. Einer der Gründe, auch, warum ich vor Politikern immer so den Hut ziehe, weil dieses Arbeitspensum, das ihr abreißt, das ist für mich nicht nachvollziehbar, wie das tatsächlich geht. Wie kündigt sich das an, Mika, wenn einem sowas widerfährt, wenn man das auch gar nicht kennt und gar keine Ahnung hat, was da plötzlich auf einen zurollt? Ich war beim ersten Anfall war ich auf einem, sowas wie einer ich bin Buddhistin und man macht dann immer so Fahrten. Ne? Also wir haben dann, ich war also mit Freunden unterwegs und wir waren auch zusammen in einem Zimmer und ich meinte nur so, boah, habe ich heute Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, irgendwie, weiß ich nicht. Und dann habe ich noch gesagt zu meiner Zimmernachbarin, wunder dich nicht, wenn ich in der Nacht rede. Deswegen hat die sich so gewundert, weil ich dann wirklich angefangen habe zu brabbeln und ich habe immer diese Grommal-Anfälle und wirklich in der Nacht, also das heißt, in der Nacht hat sich irgendwann im Bett eine Brücke gebaut anscheinend. Ich weiß davon nichts. Ich bin erst am nächsten Tag wieder im Krankenhaus aufgewacht. Eine Brücke gebaut heißt ein... Ich habe ein C gemacht. Also ich war wirklich total, mein ganzer Körper war unter Anspannung. Das muss ganz furchtbar ausgesehen haben. Mhm. Und die haben sich halt sehr, sehr, sehr erschrocken. Mhm. Du weißt nichts mehr davon. Man hat dich ins Krankenhaus gebracht. Und dann kommt ja die große Frage, wie behandelt man das? Und ist es so behandelbar, dass man auch tatsächlich gut damit leben kann? Also es ist so behandelbar, dass man gut damit leben kann. Ich würde jedem, dem das passiert, irgendwie empfehlen, wirklich guten Arzt deswegen zu finden. Mhm. Epilepsie ist sehr unerforscht. Und bei mir war es halt wirklich so, dass man mir wie Breitbandantibiotika alles gegeben hat. Na, also mach jetzt erstmal jede Nervenzelle platt. Und das war das größte Problem. Also die Anfälle an sich, wie gesagt, ich weiß nichts mehr davon. Ich hatte am nächsten Tag Muskelkater. Aber gut. Die Medikation danach, die war richtig, richtig schlimm. Weil? Ich konnte zum Beispiel einen Promptertext nicht lesen. Ich war ganz langsam. Ich meine, ich rede immer sehr, sehr schnell. Und das hat man gemerkt. Also wenn man mich dann so gekannt hat, dann war das wirklich sehr viel langsamer. Ich musste nachdenken, ich musste Worte finden. Es war für mich wie so ein, ich war eingepackt in so einen komischen Nebel, den ich nicht mehr durchdringen konnte. Und das war das Schlimme, das hat mich sehr, sehr deprimiert. Ja, weil man doch auch seine Persönlichkeit verändert und sich fragt, was passiert da gerade mit mir? Schlimmer noch, du verlierst die. Mhm. Ich habe mich verloren. Mhm. Ne? Ich habe sowieso nicht so gewusst, wo ich mich selber hinpacken soll. Irgendwie nach deshalb, weil ich bin mit 17 bei Viva angefangen. Und bin quasi mit dem Sender pubertiert, habe dann aufgehört, habe dann so gedacht, nicht lachen, das war wahr. Habe dann so gedacht, okay, jetzt greifst du noch mal an, jetzt findest du dich neu, jetzt erfindest du dich neu und dann liegst du da flach, ne, und kannst erstmal gar nicht so, wie du gerne möchtest. Ich fand das ganz schlimm. Also ich habe wirklich sehr, sehr, sehr gelitten. Also ich bin da auch wirklich, also für mich untypisch. Hast du dich körperlich auch verändert? Ja. Ja. Also das sind tierisch viele Kortisone gewesen und ich bin total dick geworden. Was ich auch von mir so gar nicht kenne. Und bist du jetzt wieder so wunderbar schlank und hast das Problem sozusagen nicht mehr? Ja, das ist ganz einfach, weil natürlich, wenn du ein Problem hast, dann solltest du dich drum kümmern. Ne? Ich habe also wirklich Verantwortung dafür übernommen. Ich habe gesagt, okay, ich werde das jetzt anerkennen. Mhm. Ne? Das ist meine persönliche Grenze und ich werde mich darum kümmern. Ich bin in eine Klinik gegangen dann 2008
und habe mich dort behandeln lassen von sehr, sehr guten Ärzten, mhm, die auch diesen psychosomatischen Aspekt sehr schön berücksichtigt haben. Und bin jetzt per Definition sogar geheilt. Ne? Also seitdem, okay, seit 2007, mhm, eigentlich, habe ich keine Anfälle mehr. Und seit 2009 sogar ohne Medikamente. Das heißt, ich habe da schön meine Erfahrung. Super. Also, ich find's, weiß, dass dir das schwer gefallen ist. Und ich finde es wichtig, dass wir mal darüber gesprochen haben. Das ist ein Tabuthema. Und die Menschen haben ein ganz falsches Bild vor Augen und glauben, da fallen ständig Menschen um und haben dann Schaum vor Mund und sind sozusagen nicht mehr vollwertige Mitglieder der Gesellschaft. Mhm. Insofern vielen Dank dafür. Weise sehr gerne darauf hin, du beschäftigst dich neuerdings mit Kinderbüchern. Ich habe ein Kinderbuch gemacht mit dem schönen Titel Gartenfreunde. Ich habe da mal reingeblättert. Mein Sohn ist aus dem Alter schon raus. Aber wenn die beiden Herrschaften hier zum Beispiel demnächst mal in die Produktion von Nachwuchs gehen oder so. Ich glaube, ihr könnt auch selber noch lesen. Ihr habt Spaß dran. Wäre das eine schöne Idee. Also, zwei junge Männer, die bei uns sind. Eigentlich, Herr Lindner, die perfekten FDP-Wähler. Da haben Sie, hören Sie auf mit Ihren Klischees. Ja. Ja. Hören Sie erst mal zu. Nur weil einer ein Unternehmen hat, ist er kein FDP-Wähler. Und nur weil einer kein Unternehmen hat, darf er nicht FDP wählen. Jetzt wollte ich Ihnen den Ball zuspielen. Das sind mega erfolgreiche Leute. Und deswegen sind Sie selbstverständlich FDP-Wähler. Aber bitte, wenn Sie sie nicht wollen, dann... Ich nehme jeden, aber ich bin gegen Klischees. Ja. Also, bleibt lieber bei der Jungen Union, da seid ihr gut aufgehoben. Als Jugendliche mehr Viva geguckt oder mehr Börsenkurse gelesen? Ich glaube doch in Summe eher noch die Börsenkurse angeschaut. Ja. Streber! Nein, nicht Streber. Wann ging es denn los? Wann habt ihr angefangen, euch zu interessieren für Börsenkurse? Das fing eigentlich zu einem sehr günstigen Zeitpunkt an, muss man sagen. Und zwar war das Ende der 90er Jahre, als die Börsenkurse, egal was man machte, relativ steil nach oben gingen. Und das wurde auch relativ schnell erkannt. Und da hat man schon mal ein paar Mark zum Taschengeld dazu verdienen können. Das heißt, ihr habt da schon investiert, als Studenten damals noch dann? Wir haben da schon die allerersten Aktien mal gehandelt, aber in der Tat war es... Zu dem Zeitpunkt noch als Schüler. Wenn ich euch so richtig angucke. Wahnsinn. Okay, also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ja? Da sind zwei junge Menschen vor uns. Beide hatten eine sehr hoffnungsvolle Karriere als Surfer oder Surfprofis sogar vor Augen. Wer von euch beiden war der Surfprofi, der Angehende? So. Das war ich. Gut. Hast dann irgendwann gemerkt, das führt eigentlich zu nichts, kostet nur Geld und so richtig Geld verdienen kann man damit nicht. Gibt in Deutschland nur ganz wenige Menschen, die dazu in der Lage sind. Und ihr hattet dann beide sehr schnell die Idee, euer erstes kleines Unternehmen auf die Beine zu stellen. Das Stichwort dazu ist Shishi Company. Was war das? Unser erstes Unternehmen haben wir gegründet, im Alter von 14 Jahren. Ich war damals 18. Wir waren, wie gesagt, zum Wellenreiten, zum Windsurfen oft in Frankreich und haben festgestellt, dass die deutschen Touristen dort vor Ort nicht nur Crepe essen, wie es sie auch schon in Deutschland auf jedem Weihnachtsmarkt gab zu der Zeit, sondern auch Shishis. Und das ist ein stangenförmiges Waffelgebäck, was gerne zusammen eben auch mit französischen Kaffeespezialitäten verkauft wird. Und wir waren große Fans und selber auch kräftige Esser. Und dachten, Mensch, wenn die deutschen Touristen in Frankreich Crepe essen und daheim Crepe essen und in Frankreich Shishis essen und es daheim keine Crepes gibt, dann ist das eine Marktlücke. Ja, es klingt so simpel, aber... Es klingt so simpel und es war auch so simpel. Wir haben damals unser Konfirmationsgeld zusammengerauft, haben in Paris die ersten Gerätschaften dafür erstanden und haben dann zu Hause in Hameln, südlich von Hannover, auf dem Straßenfest angefangen mit einem Gartenpavillon, die ersten Shishis zu verkaufen. Das lief sehr gut. Und nach einigen Monaten hatten wir damit so viel Geld verdient, dass wir uns schon einen Verkaufsanhänger leisten konnten, indem wir die Gerätschaften dann eingebaut haben. Und wir haben dann bis zum Ende unseres Studiums, 7 Jahre lang und auch mit ein paar Mitarbeitern, Altstadtfeste, Weihnachtsmärkte, das rund ums Jahr durchgezogen. Ich habe mich das oft gefragt, Ferry, ist das einfach, da reinzukommen oder gibt es da so eine Weihnachtsmarkt-Mafia? Kontrollieren das wenige Leute eigentlich? Das ist in der Tat eigentlich so, dass das relativ wenige Leute kontrollieren und das ein sehr etablierter, verteilter Markt ist. Also es gibt eine Glühwein-Mafia, ja, in Deutschland? Mit Bratwurst und auch mit Bier kann man sehr viel Geld verdienen an der Stelle. Teufel, ja. Wir hatten das Glück, dass wir mit Shishi ein komplett neues Produkt hatten. Das heißt, uns gab es nirgends und deswegen haben wir eigentlich überall einen sehr guten Zugriff gehabt und sind gut in die Märkte reingekommen. Mhm.
Allerdings haben wir uns teilweise sehr stark gewundert, wie viel es tatsächlich kostet, da so einen Stand zu haben. Unser Produkt war relativ niedrigpreisig. Was kostet das denn, so einen Stand zu haben? Das kostet, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, hat damals 300 bis 400 Euro pro Tag gekostet für einen kleinen 2x4 Meter Stand. Deswegen ist der Glühwein immer so dünn, weil diese Mieten so hoch sind. So, ja. Und dann irgendwann raus aus dem internationalen Glühwein-Shishi-Bratwurst-Geschäft. Und dieser Lebenslauf liest sich wie der eines, oder der von Musterschülern. Beste Schüler immer gewesen, Stipendium bekommen, Jurastudium, Stanford Business School und so weiter und so fort. Das gilt vor allen Dingen für Fabian, der dann irgendwann auch ein Jurastudium anfing, ganz klassisch. Und dann hattet ihr die Idee, ein Internetunternehmen zu gründen. Was war das für eine Geschäftsidee? Was hattet ihr euch da überlegt? Ja, das Stichwort ist gerade schon gefallen. Ich hatte in der Tat die Möglichkeit, im Studium zweimal mehrere Monate im Silicon Valley zu verbringen, also in Kalifornien, genau dort, wo die großen Tech-Unternehmen herkommen, Amazon, Google, Facebook. Und in der Zeit, 2007, 2008, 2009, bin ich zum ersten Mal mit der Internetszene, wenn man so will, in Berührung gekommen. Und hatte für mich schon die Entscheidung getroffen, dass ich keine juristische Laufbahn weiterverfolgen wollte. Es war einfach nicht mein Ding, es hat mir einfach keine Freude bereitet. Und ich suchte schon nach einem neuen Betätigungsfeld, aber noch während meiner Ausbildung, die ich unbedingt abschließen wollte, auch abgeschlossen habe. Und bei meinem zweiten Aufenthalt dort an besagter Stanford Business School, im Sommer 2009, da habe ich dann mich mal umgeschaut nach heißen Themen, im Prinzip nach dem gleichen Schema, die es in den USA gibt und die es in Europa nicht gibt und die nach meinem damaligen Dafürhalten eben Potenzial hatten, nach Europa übertragen zu werden. Und eines von diesen Themen, das war das, was später unter dem Namen Daily Deal als erste Gutscheinplattform in Europa an den Start gegangen ist. Daily Deal, Ferry, erzähl einmal, was das ist. Daily Deal ist im Endeffekt eine Plattform, wo wir neue Kunden und Interessenten, die Lust haben, neue Dinge in ihrer Stadt zu erkunden, mit lokalen Geschäften zusammenbringen. Wir machen also Werbung für lokale Geschäfte. Beispiel? Wie machen wir das? Beispiel Restaurant. Wir haben ein Restaurant, was 100 neue Kunden gewinnen möchte. Wir verhandeln einen besonderen Deal, ein Kennenlernangebot, wo man beispielsweise ein Candlelight-Dinner im Wert von 60 Euro zum Preis von 30 anbietet. Das heißt, wir arbeiten mit einem Rabatt, stellen dieses Angebot auf unserer Plattform live für 3 bis 4 Tage. In der Zeit kann man es kaufen in Form von eines Gutscheins auf der Plattform und anschließend kommen die Kunden zum Betreiber ins Geschäft, lösen den Gutschein ein und er hat dann die Chance, erstens noch weitere Produkte zu verkaufen und zweitens natürlich auch die Kunden für sich langfristig zu gewinnen. So, und drittens habt ihr die Chance, schöne Provision abzukassieren. Und wir müssen natürlich auch von etwas leben. Und, ja. Aber, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir kassieren eben nur eine Provision ab. Und es sind keine Fixkosten für den jeweiligen Restaurantbetreiber oder für den Betreiber verbunden. Das heißt, er hat auch null Risiko. Er weiß ganz genau, was für ihn bei rumkommt. Und wenn wir ihm Kunden senden, zahlt er auch keinen Cent. So, und das Ding ging dann plötzlich richtig durch die Decke. Gibt mittlerweile auch andere Anbieter, ne, die eine ähnliche Idee haben. Wie hoch war euer Umsatz, als dann plötzlich der Anruf von Google kam? Über genaue Umsätze ist es schwierig, an der Stelle zu sprechen, aber wir haben uns schon anders, dann anders gefragt. Dann anders gefragt. Was dachte denn Google, wie hoch euer Umsatz sein könnte oder müsste? Ab wann wird man für Google interessant? Gibt es da eine Schallmauer? Also ganz ehrlich, ist es natürlich so, im Rahmen von so einer Unternehmenstransaktion prüft der Käufer über Wochen und Monate mit Anwälten, mit Steuerberatern, mit Wirtschaftsprüfern das Zielunternehmen, für das er sich interessiert. Und auch das ist hier natürlich in unserem Fall geschehen. Und die Umsätze, die wir zu der Zeit gemacht haben, die lagen schon deutlich im 2-stelligen Millionen-Euro-Bereich pro Jahr. Wahnsinn. Wie viele Mitarbeiter hattet ihr da? An die 300. Also innerhalb von 2 Jahren ging dieses Ding dermaßen durch die Decke und plötzlich ruft dann Google an. Wer ruft denn da an? Ruft der Herr Google an? Ruft der Larry Page an? Oder? Nein, also auch Google hat wie jedes international tätige Großunternehmen hat eine M&A-Abteilung, die sich mit dem Thema Fusionen, Übernahmen befasst und die sich eben damit auseinandersetzt, was es am Markt für Unternehmen gibt, die gut in das eigene Portfolio strategisch reinpassen würden. Und mit dieser Abteilung waren wir eben natürlich auch dann in Kontakt. Wir hatten allerdings zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem dieser Deal dann geclosed war, also stattgefunden hatte, geclosed. In der Tat. Ganz große Unternehmer hier. In der Tat. Of course. Nun gut.
hatten wir in der Tat auch mal die Ehre, den Larry Page, also Google-Gründer, ja, Google-Gründer, einer meiner Google-Gründer, persönlich kennenzulernen in Mountain View, also in der Google-Zentrale in Kalifornien. Es war keine lange Begegnung, aber dennoch für uns sehr eindrucksvoll, weil der ja, sagen wir mal, vielleicht zusammengenommen mit Bill Gates oder Richard Branson, einer der 4, 5 bedeutendsten Unternehmer im Moment der Weltgeschichte ist. Und, was ist das für einer? Wie muss ich mir den vorstellen? Klein, groß? Larry Page. Können wir irgendwas Schlimmes über ihn sagen wenigstens? Also, dass man nicht so neidisch sein muss einfach auf so einen erfolgreichen Menschen. Also, ist er eigentlich eine sehr, sehr nette Person, ist sehr ruhig, zurückhaltend. Ich hab's befürchtet. Eher etwas hager, aber sehr zuvorkommend nett und ständig mit einem Grinsen unterwegs. Ja, das ist auch kein Wunder. Ich wollte gerade sagen, du kommst davon lachen. Ja. So, und wo wir gerade darüber reden, wer mit dem Grinsen unterwegs ist, ihr beide auch. Dann gab es dieses Angebot, eure Firma zu übernehmen. Für einen unglaublichen Preis. Man las von 114 Millionen Dollar. So in dem Bereich. Überlegt man da lange oder verkauft man sofort? Also man muss dazu sagen, diese Industrie der Gutscheinanbieter, wo wir zwar der Erste waren, der in Europa auf dem Thema war, aber nur wenige Wochen lang der Einzige. Diese Industrie, die hat sich eben sehr schnell entwickelt, in einer sehr großen Größenordnung, wie wir ja gerade gehört haben, war dadurch aber eben auch sehr, sehr wettbewerbsintensiv. Und da wurde sich nichts geschenkt. So ist es ja in jeder Branche, wo es in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen gibt. Da sammeln sich die Leute, die relativ smart sind, die bereit sind, sehr hart zu arbeiten, die mit harten Bandagen kämpfen. Und in dieser Situation befanden wir uns auch. Und wir sind eben oben mitgeschwommen. Wir haben sehr hart gearbeitet, haben es relativ weit gebracht. Aber ist es wahr, dass ihr sogar in einem Bett geschlafen habt, weil ihr keine Zeit mehr hattet, irgendwie in getrennten Betten zu übernachten? Das war lange in der Anfangszeit, in der Gründungsphase, also Ende 2009, hat sich aber gezogen bis fast April 2010. Weil wir schlichtweg keine Zeit hatten, irgendwas zu suchen. Das heißt, wenn man in Berlin anfangs in Hotels, bei Freunden von Monat zu Monat irgendwie gewechselt und dann irgendwann die erste gemeinsame Wohnung gehabt, wo wir dann einzelne Betten hatten. Also zwei Brüder, die gemeinsam durch dick und dünn gehen. Ja. Das stimmt. Ich würde aber trotzdem gerne den Punkt zu Ende ausführen, weil Sie fragten nach dem Grund oder der Motivationslage. Also im Wesentlichen war es diese sehr, sehr kompetitive Wettbewerbssituation, die uns gezwungen hat, eine kritische Größe zu erreichen, dadurch auch immer wieder neue Finanzierungsrunden zu machen. Und wir waren dann an dem Punkt, wo wir eben die Möglichkeit hatten, einerseits unsere Unabhängigkeit zu verlieren, worauf wir nicht scharf waren, aber andererseits eben auch die Sicherheit für uns, für die Mitarbeiter zu gewinnen, eben nicht alle 3, 4 Monate wieder bei Investoren vorstellig werden zu müssen, sondern unter das Dach eines großen Konzerns schlüpfen zu können. Ja. Und das war am Ende dann ausschlaggebend. Also eine unglaubliche unternehmerische Erfolgsstory, vor der man wirklich nur den Hut ziehen kann, definitiv. Ihr habt dann dieses Unternehmen verkauft. Über genaue Zahlen wollen wir jetzt nicht reden, aber wir ahnen ungefähr, in welchem Bereich das so unterwegs ist. Habt es dann später, als das Geschäftsmodell für Google sich nicht als so erfolgreich entpuppte, wie die gehofft hatten, selber sogar wieder zurückgekauft. Ich hoffe, zu einem sehr guten Preis. Letzte Frage, macht Geld glücklich, ja oder nein? Wenn es einer weiß, dann diese beiden Menschen hier. Also, als das alles so geschehen ist, da waren wir auch beide noch sehr jung. Und im ersten Moment denkt man, das ist es. Lachen die alle, ne? Wir sind im ZDF. Der mit jedem Tag geringer wird als Jungs. Genau so ist es. Also ich würde sagen, das hält so in etwa 3 Monate an, wo man vor Grinsen kaum in Schlaf kommt. Aber dann merkt man eigentlich doch, dass sich am tatsächlichen Leben wenig geändert hat. Und wir haben auch persönlich relativ wenig geändert. Wir haben weiter in derselben Firma gearbeitet, haben die Firma weiter geführt. Okay. Dann in einem größeren und anderen Konstrukt natürlich. Aber unser Leben ging ganz normal weiter. Wir haben natürlich im Restaurant vielleicht nicht mehr auf die Preise geachtet. Und das war auch im Hintergrund natürlich ein befreiendes und auch ein beruhigendes Gefühl. Das glaube ich, ja. Was wir hatten. Mal was Verrücktes gekauft, Porsche oder nicht? Sie waren Porsche. Okay. Ich stelle die Frage ein letztes Mal. Also bei meinem Vornamen muss man das ja eigentlich machen. Finde ich auch. Dieser Vorname verpflichtet, ja, Ferry Porsche. Ich stelle die Frage nochmal, wie viele Porsche gekauft?
Wir haben jeder einen. Aber man muss dazu auch sagen, wie es mein Bruder gerade ausgeführt hat, das ist kein Selbstzweck. Also man merkt sehr schnell, dass dieser Konsum, ob das ein Essen gehen ist oder Reisen oder Autos oder was auch immer, der führt am Ende zu nichts. Also die Freude, die man daraus zieht, die ist sehr kurz und die steht auch eigentlich nicht im Verhältnis zu dem Geld, was man dafür aufwenden muss. Und diese Erkenntnis, die hat sich bei uns nach einigen Monaten dann eingestellt und die hat eben auch dazu geführt, dass wir dann, Sie sagten es gerade, das Unternehmen später zurückgekauft haben. Mittlerweile führen wir insgesamt 5 Unternehmen parallel, die wir alle selber gegründet haben. Und einfach auch wieder wie früher jeden Morgen um 9 bei der Arbeit sind. Und Sie rechtfertigen sich fast ein bisschen für Ihren Erfolg. Ja, finde ich auch. Muss man gar nicht. Finde ich auch. Genau. Muss man nicht. Sie haben was Tolles geschafft. Ja, absolut. Und viele Leute profitieren ja davon. Es gibt ein tolles Produkt und sie haben nicht eben, wie ich eben sagte, wie bei der Energie über Subventionen vom Staat ihr Geld bekommen, sondern am Markt, großen Respekt, brauchen wir mehr Leute von. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir bei anderer Gelegenheit noch mal das weiter vertiefen könnten. Und uns vor allen Dingen irgendwann mal wiedersehen. Ich habe selten zwei so grundoptimistische Menschen gesehen, junge Menschen, die nicht lamentieren, sondern sich darüber freuen, dass es im Leben Chancen und Möglichkeiten gibt. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung, Fabian und Ferry Heilemann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Meka, vielen Dank, bei Uwe Carsten Heyer und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Christian Lindner, dem wir viel Erfolg wünschen für das, was jetzt so ansteht. Ich glaube, das könnte gelingen. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht und sorry für die kurze Überziehung. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.